BL 7000 von Doogee. Mit dem BL 7000 hat Doogee ein Smartphone im Programm, das in der Spec vielen anderen ähnelt. Und trotzdem ist wieder jedes Handy anders. Beim BL 7000 ist es das Gewicht, was sofort auffällt. Über 240 Gramm. Ist fast doppelt so schwer wie ein iPhone 8 mit 140 Gramm. Ansonsten mit dabei ein TPU-Bumper. Ein besonderes Ladegerät mit Schnellladefunktion bei 12 Volt und 2 Ampere. Passendes USB-on-the-go-Kabel, um das BL 7000 als Powerbank für andere Geräte zu nutzen. Ein passendes Micro-USB-Kabel. SIM-Card-Slot-Bricker. Papier, auch in deutscher Sprache. Und eine zusätzliche Schutzfolie. Über 7000 mAh. Das ist ein richtiges Kraftpaket. Die Rückseite hat eine Gummierung, soll ein bisschen nach Leder aussehen und lässt sich dadurch richtig gut greifen. Die Dual-Lens-Kamera bietet jedoch keinen Mehrwert. Die Verarbeitung ist super. An der Oberseite ist der Klinkenanschluss, an der anderen Seite der SIM-Slot, laut leise Wippe und Power-Taste, welche eine andere Oberfläche als die Wippe hat. Unten der Lautsprecher, Micro-USB-Anschluss und Mikrofon und so. Auf der vorinstallierten Display-Schutzfolie ist noch eine andere Folie. Der SIM-Kartenhalter kann zwei Nano-SIMs aufnehmen, alternativ kann der SIM-Slot 2 für eine Micro-SD-Karte genutzt werden. Full-HD-Display mit 5,5 Zoll und einem doch dicken Rand liegen gerade wegen des Gewichtes schwer in der Hand. Einiges an zusätzlicher Software kommt gleich mit. Chrome und DJ Xander. Die Größe der Basisinstallation wird gleich vom freien Speicher abgezogen. So bleiben von 64 GB Speicher maximal 52 GB über, sollte aber ausreichen. Die 4 GB RAM sind auch mehr als genug und lassen genug Freiraum. Android 7 und wie gesagt ein bisschen was ist vorinstalliert. Nach ein paar Minuten meldet sich auch das erste Update. Es werden also Bugfixe durchgeführt, wenn einem auch nicht verraten wird, was gemacht wird. Komme ich also wieder zur Kamera, bei der ich beim besten Willen die zweite Linse nicht verstehen kann. Ich erkenne keine Verbesserung in den Aufnahmen. Trotzdem sind selbst nachts durchs Fensterglas die Aufnahmen noch nicht mal so schlecht. Durchaus noch Details erkennbar und das Rauschverhalten ist auch gut rausgerechnet. Einer der Effekte der zweiten Kamera soll die Tiefenunschärfe sein. Nur warum ist dieser gelbe Apfel dann scharf und unscharf zugleich? Hier wurde einfach nur ein Blurfilter gesetzt und nichts an der Tiefenschärfe gemacht. Das sollte man also gleich weglassen und kann es später einfügen. Das Gerät selbst kommt Add-ups und virenfrei. Die Benchmarks liegen in einem guten Bereich für diese Klasse, täuschen aber ein bisschen über mein real erlebtes Spielvergnügen hinweg. Asphalt 8 zum Beispiel war nicht flüssig spielbar. Woran das liegt, kann ich aktuell nicht sagen. Der eingesetzte MediaTek SoC spielt zumindest auch im HomeTom S8 und ist da sehr viel spritziger. Für wen sehe ich dieses Smartphone von Doogee jetzt als empfehlenswert? Definitiv nicht für Jugendliche, eher für den Geschäftsmann, der das Smartphone als Dreh- und Angelpunkt nimmt und viel unterwegs ist. Dafür ist die Rechenleistung und der Akku perfekt geeignet. Stundenlanges Zugfahren oder Fliegen. Dem Ding geht der Saft nicht aus. Wer aber etwas Flexibles für die Hosentasche sucht, der wird hier nicht glücklich.